Kostet 110 Erz. Interessiert? Vielleicht später. Vielleicht später. Ich glaube, wenn nicht so gut, bis jetzt erwähnen. Was ist sonst noch? Zeig mir deine Ware. Okay, er hat Erz. Und Dietriche und Waffen. Die auch recht teuer und wert sind. Aber ich könnte ein bisschen Kleinkram bitte loswerden. Aber erstmal. Naja, ich warte noch. Ach ja, los zum Handeln. Zeig mir deine Ware. Ich kann halt mit den Falttasten hin und her schalten zwischen meinem Inventar und dem von ihm. Ich muss dann die Sachen damit SWG gedrückt halten. Wem wundert's? Die Sachen in die Mitte schieben. Und oben wird der Wert gezählt. Sagen, wenn ich jetzt reingehe und das mache, dann wird sagen, das ist getauscht. Indem sie, ich bezahle meistens nicht direkt mit Erz, sondern ich kann nur tauschen. Und wenn der Wert gleich ist oder meiner höher, ist klar, also niedriger darf ich nicht sein, sonst verkauft es mir nicht, dieses Arschloch. Entschuldigung. Ich sollte echt aufpassen, nicht so viel zu fluchen. Schlimm genug, wenn alle Leute hier ins Spiel fluchen, aber ich soll nicht so viel fluchen. Ist, denke ich, besser. Na, wenn mein Video ist noch gesperrt oder so. Welche böse Comments. Oh mein Gott. Egal, ich will nichts Böses über liebe Leute sagen, sich mal Video angucken. Ja. Also, und dann muss man halt Enter drücken, meine ganz neue Taste, und dann kann man ablehnen oder annehmen. Warum ich ablehnen sollte, ist mir, na gut, wenn man was falsch eingetippt hat, ansonsten. Aber man kann ja auch zurückdrücken. In dem Sinne unsinnig, aber egal, ich nehme mal an. Einfach um zu demonstrieren, dann habe ich sozusagen das gekriegt. Jetzt bin ich ein paar Erz reicher. Jo. Gut, dann. Hey du, ich handle mit Sumpfkraut und Tränken aus dem Sektenlager. Willst du was? Ah, ein. Ja, stimmt, was ist Sumpfkraut? Was ist Sumpfkraut? Neuer, was? Man kann es rauchen. Wirkt auf die meisten sehr entspannend. Drogen! Ah. Ich will mich dem Lager anschließen. Ich will Schatten werden. So, du suchst eine Möglichkeit, dich zu bewähren. Ja. Gut. Du kannst etwas für mich erledigen. Oh ja, wenn du die Sache gut machst, lege ich ein gutes Wort bei Diego für dich ein. Na, immerhin. Um was geht es? Im Sektenlager gibt es einen Mann, der Kalom heißt. Ist ein ziemlich hohes Tier, einer der Gurus der Sekte. Kalom ist Alchemist. Er hat das Rezept für einen ziemlich wirkungsvollen Heiltrank. Ah. Ich will ihm das Rezept abkaufen. Ah. Dann kann ich die Dinger selber herstellen. Aber an Kalom kommt niemand ran. Und sicher? Was soll ich da machen? Die Sektenspinner sind dort auf der Suche nach neuen Leuten. Du bist neu hier. Das stimmt. Tu einfach so, als wenn du dich anwerben lassen willst. Okay. Kalom ist einer der Gurus, das heißt, er prüft die neuen Anwärter. Aha. Wenn du mit ihm in Kontakt kommst, versuch, an das Rezept zu kommen. Ob du dafür bezahlst oder nicht, ist mir egal. Verstehe. Hört sich nach einer schwierigen Sache an. Wie viel ist für mich drin? Irgendwann wird Diego mich fragen, ob du für uns geeignet bist. Rate mal, wovon meine Antwort abhängen wird. Ja. Da möchte jemand wohl, dass ich etwas für ihn tue, ohne dass... Naja. Es kann sein, dass ich das Rezept bezahlen muss. Gib mir 50 Erz als Vorschuss. Vergiss es. Kein Erz, kein Rezept. Na schön. Über das Erz können wir reden, wenn du das Rezept hast. Nein, ich will jetzt Erz sehen. Oder du kannst dir dein Rezept selber holen. Genau. Es gibt noch genug andere neue. Ich denke, ich sollte den Auftrag einen von denen geben. Gut, vergessen wir die Sache. Nicht so schnell. Wollte nur wissen, wie weit du gehst. 50 Erz ist ziemlich viel für einen neuen. Was denkst du? Nein. Klingt schon besser. Gut. 50 Erzbrocken kann ich gerade noch entbehren. Enttäusch mich nicht, Kleiner. Nein. Nee, hab ich nicht vor. Oh. Wo ist das Sektenlager? Durch den Südausgang aus dem Lager raus. Dann immer östlich halten. Am besten besorgst du dir eine Karte. Ich hab eine da. Für 50 Erz. War ja. Der Südausgang ist der umgestürzte Turm, richtig? Stimmt, genau. Mal gucken, was deine Ware ist. Zeig mir deine Ware.
Ich habe hier nur den besten Stoff. Ein Dealer. Oh ja. Traumruf. Schwarzer Weiser. Grüner Novize. Joints. Interessant. Er verkauft mir Joints. Gut. Erzhatter Dietrichte. Eine Karte der Kolonie. Es fehlt ein großes Gebiet im Südwesten. Ja. Und Tränke. Die sind aber auch recht teuer. Lebenstränke. Essenz des... Essenz heilender Kraft. Und Essenz magische Energie. Hat Mana-Tränke. Und Pfeile. Aber na gut. Ich möchte... Wollte nur gucken, was er hat. So viel habe ich noch nicht. Beziehungsweise ich weiß ja, was er hat. Aber... Ihr wisst es nicht. Geh mal von aus. Und ich tu mal so, als ob. Ihr kennt mich. Ah, Schatten und da ist Mordrak. Wenn ich Ärger provozieren will, dann lasse ich es erstmal. Und macht mich lieber zurück, wenn ich voller Leben habe. Und ich weiß auch noch nicht, ob ich ihn verkloppen könnte. Vielleicht finde ich eine andere Möglichkeit. Mal gucken. Ja, das Leiter ist trügerisch. Wenn man so blöd oben drauf steht und runterfällt. Ich habe Angst, dann hinten runterzufallen. Fletcher! Mit dir sollte ich eh reden. Wenn du dein Schutzgeld loswerden willst, heute ist nicht der Tag. So, und warum nicht? Weil ich gar nicht da bin. Ja. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Eigentlich bin ich in der Burg am großen Lagerfeuer und trinke ein Bier. Jam, jam. Wie kommt es dann, dass wir beide uns unterhalten? Neck ist verschwunden. Ah, okay. Er ist normalerweise für dieses Viertel verantwortlich. Bis er wieder da ist, hat Torus mich hier eingesetzt. Weißt du, wo Neck geblieben ist? Nein, und ich werde es auch nicht rausfinden. Wenn einer was weiß, dann die Butler aus diesem Viertel. Aber die Butler reden nicht mit Gardisten. Ich verstehe nicht, warum. Nicht jetzt. Denn sie wissen, dass ich diese Drecksarbeit hier verabscheue und insgeheim lachen sie sich über mich tot. Warum sammelst du nicht trotzdem Schutzgeld? Kurz bevor er verschwunden ist, hat Neck noch einmal alle kräftig zur Kasse gebeten. Da ist nicht mehr viel zu holen. Wegen Neck? Ja. Noch nichts Neues. Halt mich auf dem Laufenden. Ach so, ich kann auch über Neck informieren. Hey, du. Wer? Ich? Du weißt genau, mit wem ich rede, Bürschchen. Ich will dir mal was sagen. Das hier ist mein Viertel. Und ich will hier keinen Ärger. Aber neue Typen wie du bedeuten immer Ärger. Vor allem, wenn sie hier mitten in der Nacht rumlaufen. Also, warum sorgst du nicht dafür, dass ich dich hier nicht mehr sehe? Die Hütte gegenüber der Arena mit dem Vordach ist frei. Leg dich eine Runde ins Bett. Cool. Wenn ich dich in einer der anderen Hütten erwische, ziehe ich dir das Fell über die Ohren. Lass mich mal vorbei. So typisch, lass mich mal vorbei. Lass mich mal vorbei. Nein. Lass mich mal vorbei. Nein. Lass mich mal vorbei. Nein. Siehst du, muss hartnäckig bleiben. Ihr könnt zwar ein Schwert ziemlich einfach umnieten, aber irgendwie kommt er gar nicht auf Gedanken. Vielleicht denkt er, ich zahle Schutzgeld. Aber ein Gardist kann doch nicht kämpfen, kämpft doch nicht gegen einen Gardist, oder? Ich meine mich jedenfalls nicht daran zu erinnern. Eine Hütte mit einem Vordach. Das gegenüber der Arena, das scheint ja das hier zu sein. Ja, das scheint eine Arena zu sein. Schaue ich mir dann nächsten Morgen näher an. Ich gehe erstmal hier rein und zeichne ein lustiges Ornament auf dem Boden. Wo bin ich bloß lang gegangen? Gut. Oh, und es sind noch Truhen drin, ne? Die allerdings leer sind. Ein Schinken. Danke für das Willkommengeschenk. Noch eine Truhe. Wo nichts drin ist. Schade eigentlich. Erste RG, da vorne öffnet sich auch Truhen, ist ja klar. So, ich lege mich mal ins Bett und ich schlafe bis nächsten Morgen. Ich kann halt auswählen, bis nächsten Morgen schlafen, bis Mittag schlafen, bis zum nächsten Abend schlafen und bis Mitternacht schlafen. Ich schlafe bis nächsten Morgen.
Du hast gut geschlafen, bist ausgeruht und du hast das ganze Bett voll geblutet. Nein, ich habe voller Leben und ich blute nicht mehr. Gut. Ja. Kurze Pause.